Hallo Leute, ja, ich bin es mal ganz kurz. Und zwar habe ich euch ja versprochen, eine Umfrage zu machen, nachdem GTA 4 fertig ist. Ich habe so das Gefühl, dass es sich so langsam dem Ende nähert. Und deswegen bereite ich jetzt schon mal die Umfrage vor. Ich habe drei mögliche ja, Spiele, die ihr jetzt wählen könnt. Ich nenne es euch am besten erstmal, bevor ich zu den Regeln komme, zum Abstimmen. Also das erste Spiel, wofür ihr stimmen könnt, wäre Crysis 2, dass ich das Let's Play, die Kampagne und nur die Kampagne. Dabei würde ich euch dann noch die Extras zeigen, die ganzen Musikstücke und sowas, die ich währenddessen freischalte. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre The Legend of Zelda Parallel Worlds, das ist ein Hack von dem A Link to the Past, Teil von dem SNES. Ja, das wäre so das. Ich würde auch nur die Story spielen und nicht irgendwie alles erkunden oder so, sondern wirklich nur, bis ich das Spiel durch habe, bis die Credits laufen oder so, falls es da welche gibt, ich habe keine Ahnung. Also das wäre noch eine Möglichkeit, der Zelda-Hack. Und meine dritte Möglichkeit wäre, dass ich GTA 3 mache. Weil GTA 3 wäre jetzt auch noch so eine Möglichkeit, die ich gerne machen würde. Ein Spiel, das ich gerne machen würde. Und ja, das sind die drei Möglichkeiten. Crysis, also Crysis 2, Zelda oder GTA 3. Andere Spiele werde ich erstmal nicht machen. Zumindest keine Hauptprojekte. Nebenprojekte, klar. Das sind allerdings drei Hauptprojekte, die auf jeden Fall noch kommen werden. Nur, wenn ihr jetzt dafür stimmt, dann entweder schon jetzt oder erst später oder wie ihr eben abstimmt. Aber sie werden auf jeden Fall alle irgendwann mal kommen. Und ja, die Regeln lasse ich jetzt mal so, oder ich mache die Regeln jetzt mal so, dass ihr bis Dienstag morgen oder Mittag um 12 Uhr, ja genau, bis Dienstag Mittag um 12 Uhr abstimmen könnt. Ich habe GTA 4 noch nicht ganz aufgenommen. Es kann sein, dass es schon vor dem Dienstag um 12 Uhr das Projekt beendet sein könnte und dann erst wieder was folgt, wenn weitere Aufnahmen fertig sind oder so. Das kann sein. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht endet GTA 4 auch erst in einer Woche. Aber das macht gar nichts. Bis Dienstag 12 Uhr habt ihr Zeit. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr für etwas abstimmen wollt, dass ihr dann nur einen Kommentar schreibt. Mit zum Beispiel Crysis 2 oder mit GTA 3. Bitte gebt anderen Kommentaren keinen Daumen hoch. Weil es kann ja so sein, dass ihr jetzt GTA 3 wollt und da haben schon fünf andere gesagt GTA 3 und dann macht der GTA 3 will, da auf alle fünf einen Daumen hoch und dann ist das ein bisschen blöd. Also bitte gebt anderen keinen Daumen hoch oder Daumen runter. Die werden nicht gewertet. Nur ein Kommentar. Und ja, wie gesagt, andere Spielvorschläge werden erstmal nicht angenommen, weil es so. Ich wurde jetzt auch schon ganz oft gefragt nach Mafia 2. Das werde ich aber nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Spiel schon kenne und ich es mir deshalb nicht unbedingt zulegen möchte. Und Chaos Joker macht das auch und naja, ich möchte ihm jetzt auch nicht zuvorkommen und sowas. Deswegen mache ich das nicht. Also stimmt ab, ein Kommentar. Wenn jetzt einer doppelt was schreibt oder so, werde ich nur eins von werten. Das erste geschriebene. Und ja, ich schätze, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr entscheidet euch möglichst einstimmig, damit ich jetzt nicht zu viele Leute enttäuschen muss oder so. Aber na gut, es liegt bei euch. Ich habe auf alles Bock. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn das nächste Projekt anfängt oder bei GTA 4 oder bei sonst was. Und ja, bis dann. Ciao.